Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder The Room 3. Wir haben das Tutorial in der letzten Folge abgeschlossen. Wir setzen fort, ohne lang zu schnacken. Und ja, gucken, was uns noch alles erwartet. So, das hat man ja jetzt alles. Das heißt, hier auf den Tisch kommt jetzt das nächste Dings. Ja, okay. Oh Gott, was haben wir denn hier? Ah, ich muss das. Okay. So. So. Das ist richtig geil gemacht. Also es ist eine wirklich krasse Verbesserung zum ersten und zweiten Teil. Die Grafik ist auch viel schöner. Ihr habt es ja sicherlich gesehen, ich spiele auf Ultra. Boah, geil einfach bloß. Und Mami? Mama? Warum bist du eingesperrt? Ja, es kommt ja bekannt vor aus dem zweiten Teil. Da hat man ja auch mit den Karten zu tun. Okay, haben wir wieder so ein Stenograph und einen Zettel, den ihr euch gerne durchlesen könnt, indem ihr auf Pause klickt. Ich weiß, dass die Zettel irgendwie nichts miteinander zu tun haben. Also Spiel, also klar, die haben was miteinander zu tun. Aber da stehen keine Infos zu den Rätseln drin und so weiter. 1795. Ja. Nein, ich will jetzt noch keine Hilfe. Ja, okay. Wir gehen erstmal hier hin und schalten den Strom an. So. Hä? Ist doch richtig so. Dann machen wir das halt so. So, fertig. Oh, ihr hört das nicht, aber der hat ein ganz leises Fiepen drin. Das ist krass. Also wenn man sich das auf Dauer geben tut, dann Prost Mahlzeit. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier oben. So, ab in den nächsten Turm, würde ich sagen. Jetzt ist das Ding da unten an.
Wir gucken uns aber erstmal das hier an. Irgendwas kann man hier auf jeden Fall machen, ne? Sonst wäre das nicht so offensichtlich. Ja, wusste ich's doch. Da fehlt was. Verarsche. Ein Metallobjekt. Ja. Wir gehen wieder runter. Gucken wir uns mal das Ding an. Was ist das, bitteschön? Oh, ich glaube, ich bin zu weit gegangen. Ja, kann ich das irgendwie... Ah, jetzt. Ja. Wir sind im Uhrenturm. Sieht sehr interessant aus. Ja. Hier braucht man einen Schlüssel für. War klar. Was? Was? Ey, meine Metallkiste hier ist weg. Beschiss. Naja. Was können wir hier machen? Da können wir was reinmachen. Nee, das war's nicht. So, für die schlauen Zuschauer, die gerne lesen möchten, ne? So, einmal auf Pause klicken, wie immer. Hier etwas zum Verschieben. Den Böppel kann ich nicht klicken. Kann ich das hier einsetzen? Ne. Nee, da unten ist was. Ansonsten hier oben, da kommt bestimmt der Böppel rein. Okay. Okay. Auf geht das nicht. Ja, gibt's noch was, wo wir hin können? Oh, es tut mir leid, ich bin ein bisschen verschnupft. Das hört man allerdings auch. Was ist denn das jetzt genau? Das ist so ein Rad mit einem Griff. Alter, hier hört man manchmal Geräusche. Das ist, ja.
Ich glaube, oben an der Goldkiste gibt es noch etwas zu entdecken. Da war ich doch schon. Das da. Wow. Ja, gut. Ich dachte, da kommt jetzt eine Kugel raus. Okay. Kann ich die? Ja, noch ein Metallring. Okay, das. Dahin. Gibt es hier irgendwas, was gleich aussieht? Ja, das hier. Aber hä? Oben auf dem Gerät im Turm auf der Goldkiste habe ich ein seltenes Muster entdeckt. Das Muster habe ich hier auch gefunden. Aber wie? Wenn ich die Metallplatte verschiebe, tauchen verschiedene Abschnitte des Musters im Mittelrahmen auf. Oh. Okay. Ich habe es herausgefunden. Erster Pucks eingelocht. So, der nächste Puck. So.
So. Machen wir jetzt erstmal den da unten, ne? Okay, das Pendel bewegt sich. Der nächste Puck muss jetzt gucken. So. Irgendwie. Nee, das war falsch. So. So, dass der eingelocht. Jetzt noch den, der geht dann so, 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 so. So. Jo, alle vier eingelocht. Wieder auf allen Seiten was. Okay, wir fangen hier an. Kann man nichts machen. Da müssen wir vorne anfangen. So, Kurbel. Das? Ich kann das tatsächlich verschieben. Nice. So. Ja, erstes Teil erledigt. Och, das war's schon. Lol. Ja, gut. Langes und eins, also so. Punkte und ein Strich, das wäre das. Strich nach unten und da oben wäre das. Yay! So langsam habe ich den Dreh mal wieder raus. Mein Zahnrad gefunden. Und jetzt? Eine Art Kristall. Ja.
Okay, irgendwas Dreieckiges. Nee, das nicht. Das war ein stinknormales Schloss. Ja, okay. Ach hier. So. Und da kommen die Gewichte. Nice. So ein Ding abzukriegen und man ist Matschepampe. Ist echt geil gemacht. So, was uns aber in diesem Raum erwartet, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.